Braucht ihr etwas? Ich werde gerne alles tun, was ich kann, um zu helfen. Nein, im Moment geht mir nichts Wichtiges durch den Kopf. Allerdings ist mir eure Gesellschaft immer willkommen. Alles andere, was mir vertraut ist, scheint so weit fort zu sein. Diese ganze Geschichte nimmt mehr und mehr eine bedenkliche Wendung. Ich bin froh, wenn wir das alles hinter uns lassen und endlich Meister Li finden können. Bis bald. Ja? Habt ihr einen besonderen Wunsch? Ich werde mich euch nicht in den Weg stellen, wenn ihr euch nicht in den meinen stellt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich kann euch versichern, dass ich ihnen nicht länger ergeben bin. Es war eine kurze Liebelei, die in beiderseitigem Unverständnis endete. Darüber werde ich nicht reden. Vielleicht werde ich mehr erzählen, wenn ich eure Motive besser kenne, aber vorerst gehört meine Vergangenheit mir allein. Ich verberge nichts, das euch oder eurer Sache schaden würde. Ihr und Morgenstern habt meine volle Unterstützung. Aber meine Vergangenheit ist meine Sache. Dann lebt wohl. Nara ihr vorneer wonu, kanawa ofa ihr kanawa wonu. Mutter und ich werden die Stadt verlassen. Und wenn ihr klug seid, tut ihr das auch. Okwakwak wo so son ihr son ok von ihr sisa ihr nauwakwak. Sisa ihr ihr fok wo so no koso a ihr ja. Sai ihr kanoa fwaranu ihr. Dort ist es sicher aufregender als an diesem toten Ort. Koniuk yoir kawaiir wokawaiir watita osia kwanif nipawir. Pirir uksair sinini sisair rusta atapafawir sumpuno ko suir toiruk. Ukir nepo sise sair wosair wosair nifuir. Sisair ihr fok woso no koso air ja. Sair kanoa fwaranu ir. Wo ir apafawa ir sisi ir sisi tu tok. Wo ir wakwak finir sir. Wo tawa ir kupir kawir nakawir ipduki. Diese Piraten müssen Männer von Gau dem Großen sein. Wir wissen, dass er hier in der Nähe Besitztümer hat und dass er über Flieger verfügt. Pirir uksair sinini sisair rusta atapafawir sumpuno ko suir toeruk. Sisair ir fok woso no koso air ja. Sair kanoa fwaranu ir. Pa wo ir astir wo sair ir thasaya wa kawishir. Wo tawa ir kupir kawir nakawir ipduki. Wo nipi ir uksair si sini nisair wusta, wo ifu ir uksunuk nokawa ir. Ukir nekbo si se sair wosair wosair nifu ir. Noni wo sair tar wo ir ik nisaro kunkna. Noni wo sair tar wo ir ik nisaro kunkna. Wo yo ir apafawa ir sisi ir sisi tu tok. Wo ir wakwak finir sir. Koni uk yo ir kawa ir wakawa ir watita osia kwanif nipa wir.
Aus dem Weg, Weib! In dieser Stadt machen nicht wir euch Platz, sondern ihr uns. Die hiesigen Bauern werfen sich vielleicht in den Staub vor euch, aber ich tue das nicht. Wenn ihr klug seid, entschuldigt ihr euch für euer Benehmen und geht eures Wegs. Sagt mir nicht, was ich zu tun habe. Glaubt ihr etwa, ich würde eine Frau nicht schlagen? Ihr müsst lernen, wo euer Platz ist. Jeder hier wird das müssen. Was starrt ihr so? Das hier hat nichts mit euch zu tun. Ihr kriegt gleich alle eure Lektionen. Legendärer Stoß! Ich war gerade wieder im Lager, da hörte ich das Kampfgetümmel. Ich bin so schnell wie möglich gekommen, aber es ist wohl schon zu... Yu, was führt euch hierher? Es ist lange her, Su. Ich habe euch nicht gesehen seit jener Nacht. Ich habe getan, worum ihr mich gebeten habt. Das Kind ist in Sicherheit. Dafür habe ich gesorgt. Ich weiß. Ich bin euch nach unserer Unterhaltung gefolgt. Ich wollte sicher sein, dass ihr ein gutes Heim findet. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Yu. Hugh und ich kannten uns vor langer Zeit. Sie war Soldatin und ich brauchte ihre Hilfe. Da war ein Kind, eine Waise. Ich wusste, Hugh würde ein gutes Zuhause für sie finden. Es war einfach nur ein kleines Mädchen. Ihre Eltern waren tot. Ich konnte mich nicht um sie kümmern und ich wusste, dass Hugh ein guter Mensch war. Sie würde ein gutes Zuhause für das Mädchen finden. Sie ist in Sicherheit. Mehr braucht ihr nicht zu wissen. Sie hat nichts mit euch zu tun. Außerdem haben wir kaum Zeit, uns mit etwas aufzuhalten, das vor fast 20 Jahren geschah. Ja, das sind alte Geschichten. Hab Dank für das, was ihr heute getan habt, selbst wenn diese Männer keine echte Bedrohung waren. Nur einfache Seeleute, die ihrer Enttäuschung Luft machen, weil sie wegen des niedrigen Wasserstands hier festsitzen. Es gibt Piraten in der Gegend und sie sind eine wesentlich größere Bedrohung. Ihr werdet ihnen vermutlich begegnen, besonders wenn ihr derjenige seid, auf den ich warte. Mein Name ist Yu, wie Su, der Scharfsinnige, schon sagte. Sagt mir, junger Mann, wie lautet der Name eures Meisters? Ich warte hier seit vielen Jahren auf die Ankunft eines besonderen Kämpfers. Euer Meister Sun Li bat mich, hier zu warten, bis sein Schützling auf der Suche nach Informationen hierher käme. Es ist also wahr. Meister Li ist tatsächlich der Bruder des Kaisers. Ich wünschte, ich hätte das gewusst. Er ist verschwunden, nicht wahr? Die Lotus-Assassinen haben ihn geholt, wie er es geahnt hatte. Er wusste, dass sie immer noch nach ihm suchten. Sie haben gute Gründe, ihn und sein Erbe zu fürchten. Der ruhmreiche Stratege war sicher, dass euer Weg in die Kaiserstadt euch hierher führen würde. Und er gab mir sehr genaue Anweisungen, wie ich euch zu instruieren habe. Er wollte, dass ihr bereit dafür seid. Ihr hattet einen Flieger? Ihr habt recht. Ich glaube nicht, dass er das ahnen konnte. Der ruhmreiche Stratege schließt in seine Berechnungen alles mit ein, wovon er weiß. Wenn ihr einfach vorbeigeflogen wäret... Nun, ich denke lieber nicht darüber nach. Ich hätte all die Zeit hier vergeblich gewartet. Ich habe unter Sun Li gedient und er vertraute mir so sehr, dass er nach dem Fall der Festung Kontakt zu mir aufnahm. Er erzählte mir von der wochenlangen Belagerung und wie sein Bruder die Geistermönche niedermetzeln ließ, um den Tempel erstürmen zu können. Es war Wahnsinn. Der Kaiser hat den Wasserdrachen selbst getötet. Der Wasserdrache. Die Hirtin der Toten. Die Gottheit der Wiedergeburt. Der Versuch, ihr die Kraft zu rauben, allein der Gedanke, dass jemand das wagen würde, hat jemals ein Mensch solche Vermessenheit gezeigt?
Viele Wesen leben außerhalb unserer Wahrnehmung. Der Himmel wird von den himmlischen Ämtern regiert. Dort ist für jeden Aspekt der Existenz jemand ganz Bestimmtes zuständig. Die meisten scheinen wenig einflussreich, doch einige, wie der Wasserdrache, haben Aufgaben, die ihnen einen besonderen Status verleihen. Man sagt, sie sei für das große Rad des Lebens zuständig gewesen. Sie war keine Schöpferin, aber sie nahm jedes Leben, das zu Ende ging, in Augenschein, bevor es in neuer Form in die Welt zurückkehrte. Sun Hai wollte die Wiedergeburt seines Reiches auf Kosten der natürlichen Ordnung. Ihr Körper wurde in den Kaiserpalast gebracht, als grausige Trophäe, als Symbol der Macht, die das Ende der großen Dürre herbeigeführt hatte. Das Volk jubelte dem Kaiser wie einem großen Helden zu und ahnte nicht, was er getan hatte. Selbst eine Gottheit ist nicht unbesiegbar. Sie hat ihren Platz und den kann man ihr nehmen. Li konnte das Massaker an den Geistermönchen nicht verhindern, doch er konnte fliehen und er nahm euch mit. Die meisten glauben, Sun Li sei in der Festung gefallen. Eine Lüge, die der Kaiser verbreiten ließ. Eine Handvoll von uns wussten, dass er lebte und kannten den schrecklichen Preis seiner Rebellion. Li hatte eine Frau und sie war schwanger. Seine Tochter wurde im Kaiserpalast geboren, während er in der Klagefestung war. Aber Li hat sie nie gesehen. Wenige Wochen später ließ der Kaiser Lis Familie exekutieren. Exekutieren? Ihr meint ermorden? Die Lotus-Assassinen erhielten Befehl, sie zu töten. Eine Mutter und ihr Neugeborenes. Ich bin sicher, der Befehl kam direkt von der Hand des Todes. Er hatte sicher nie vermutet, dass seine Familie in Gefahr wäre. Aber hätte er es gewusst, er hätte euch vermutlich trotzdem gerettet. Li weiß, dass ihr eine Bestimmung zu erfüllen habt. Ihr seid der Letzte eurer Art. Die natürliche Ordnung der Dinge ist gestört. Es gibt vieles zu erzählen. Aber zunächst habe ich den Auftrag, euch eine ganz besondere Unterweisung zu geben. Euer Meister hat mich ausdrücklich darum gebeten. Ihr könnt Yu vertrauen. Es ist also nicht nötig, dass ich hier bleibe. Falls ihr mich braucht, findet ihr mich im Lager. Su ist ein ehrenhafter Mensch. Vielleicht kein guter Mensch, aber ehrenhaft. Und jetzt zu dem, was ihr lernen sollt. Eine kurze Beschreibung wird den Stil, den ihr mich anwenden saht, in eurem Geist verankern. Einige Lektionen mussten warten, bis ihr bereit wart für die Art Aufmerksamkeit, die sie euch bescheren werden. Sun Li hat sie mir mitgeteilt, damit ich sie an euch weitergeben kann. Ich soll euch den Stil Seelenfänger lehren. Magie und Waffen lassen euch ermüden. Wenn ihr sie zu intensiv einsetzt, könntet ihr verwundbar werden. Mit Seelenfänger könnt ihr euer Qi wieder auffrischen und so eure Kampfbereitschaft länger aufrechterhalten oder Wunden ignorieren. Seelenfänger ist besonders nützlich, wenn der Feind gegen einfache, waffenlose Angriffe immun ist. Wenn ihr also Magie oder Waffen einsetzen müsst. Dieser Stil kann den Gegner sogar bewegungsunfähig machen. Dadurch gewinnt ihr mehr Zeit, euch zu erholen. Diese kurze Lektion dürfte fürs Erste genügen. Treffen wir uns im Teehaus und sprechen wir dort über euren Meister und vieles andere. Ich weiß, dass ich nicht so in der Öffentlichkeit weinen sollte, aber ich kann einfach nicht anders. Bitte, ich bin nur eine einfache Frau. Mein Name ist Lan, ich bin Näherin und ich habe ein Problem, von dem ich nicht weiß, wie ich es lösen soll. Ich dachte, ihr könntet vielleicht helfen, aber ich hatte Angst, euch anzusprechen. Es geht um meinen Verlobten, den Becker Bay. Jeden Tag greift eine Gruppe von Schlägern ihn an und verprügelt ihn. Er versucht, ihnen auszuweichen, aber sie finden ihn, wohin er auch geht. Sie verletzen ihn immer schlimmer. Ich habe schreckliche Angst, dass sie ihn umbringen werden. Nachdem ich gesehen habe, was ihr mit diesen Seeleuten gemacht habt, dachte ich, naja. Aber das ist es nicht. Mein armer Bay hat diesen Männern nichts getan. Sie greifen ihn völlig grundlos an. Bitte, ihr müsst ihm helfen, ich flehe euch an.
Vielen, vielen Dank, gütiger Herr. Ihr wisst nicht, was mir das bedeutet. Wenn unser erstes Kind ein Junge ist, soll er euren Namen tragen. Bay ist gerade am Pier der Bettler im südöstlichen Teil der Stadt. Wenn ihr euch beeilt, kommt ihr wahrscheinlich dorthin, bevor ihn die Schläger heute angreifen. Ihr solltet wirklich besser gehen. Herr Tay hat es nicht gern, wenn man ihm bei der Arbeit zusieht. Wer hat euch hier reingelassen? Schlimm genug, dass ich mit völlig unfähigen Leuten arbeiten muss. Ihr habt mir in meiner Küche gerade noch gefehlt. Glauben Gestalten wie ihr eigentlich, sie können einfach hier reinmarschieren, um was zu essen zu kriegen? Wäre ich an menschlichen Kontakten interessiert, hätte ich einen Stand auf dem Marktplatz. Oder vielleicht einen Schweinetrog. Warum denn einen Schweinetrog? Wir füttern doch keine Schweine, Herr Tay. Das tun doch nur Bauern. Weg da, Herr Wong! Geht mir bloß aus dem Weg! Eine freundliche Antwort von einem Fremden? Ach kommt, verschwendet euren Respekt nicht an mich. Ich bin kein hoher Minister. Ich koche bloß. Über mich? Da gibt es nichts zu erzählen. Ich koche für undankbare Leute, die keine Ahnung von gutem Essen haben. Ihr habt einen sehr erlesenen Geschmack, Herr Tay. Vielleicht für gewöhnliche Gaumen etwas zu, erlesen. Schnickschnack. Die Gäste haben einfach keine Ahnung, da bin ich mir ganz sicher. Wenn ihr eure Stellung behalten wollt, Herr Wong, dann lächelt gefälligst und nickt mit dem Kopf. Erkundet es doch selbst. Was glaubt ihr, was das hier ist? Eine Gerüchteküche? Hier wird Essen zubereitet. Die Leute haben Hunger. Das ist alles, was ich zu wissen brauche. Die Geisterwelt. Das sind doch Kindergeschichten. Ich glaube das, was ich sehe. Wenn ich es sehe, ist es wirklich. So einfach ist das. Wenn ihr das Eingehende erörtert haben möchtet, geht in irgendeinen Tempel. Ich bleibe schön hier und koche für die Lebendigen. Man hört seine Geschichten, wie das halt so ist. Meist werden sie von schreckhaften Bäuerlein erzählt, die denken, ein Kind heult, wenn der Wind heult. Ich glaube, das, was ich sehe, das genügt mir voll auf. So, und jetzt muss ich mich auf meine Speisen konzentrieren. Wenn ihr etwas zu essen wollt, dann lasst mich in Ruhe. Ihr seid fremd hier, nicht? Ich kenne jeden in Tiens Anleger, aber euch habe ich noch nie gesehen. An euch würde ich mich gewiss erinnern. Ihr solltet auf dem Absatz kehrt machen und diese Stadt verlassen, glaubt mir. Ich bin Gufu, ehrenwerter Herr. Manche nennen mich Gufu die Süße, obwohl ich nicht weiß, warum. Eine Fischverkäuferin duftet schließlich nicht nach Blumen. Vielleicht macht man sich lustig über mich. Aber jetzt gibt es keinen Fisch mehr zu verkaufen. Ich habe mein ganzes Leben in Tiens Anleger verbracht. Aber jetzt muss ich beschämt gestehen, ich würde lieber woanders leben. Hier in Tiens Anleger herrscht völliges Chaos. Xing, unser Minister, ist mit all den Problemen hoffnungslos überfordert. Ihr solltet fortgehen, solange es noch möglich ist. Habt ihr es denn nicht gehört? Der große Damm wurde geöffnet und der Wasserstand im Fluss ist gesunken. Der Fluss ist jetzt zu reißend und führt so wenig Wasser, dass man ihn nicht mehr befahren kann. Ohne den Fluss sind wir verloren. Die Kaufleute können keine Ware aus der Kaiserstadt mehr besorgen. Die Händler können keinen Handel mit anderen Städten mehr treiben. Die Männer können nicht fischen und unsere Kinder müssen Hunger leiden. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, machen uns auch noch diese Piraten Ärger. Sie ziehen plündernd durch die Gegend und nehmen Menschen gefangen, um sie in die Sklaverei zu verkaufen. Aber gern, edler Herr. Es wird mir eine Ehre sein, euch jede Frage zu beantworten, die ihr stellt. Einen Flieger? So etwas kenne ich nur vom Hörensagen. Stolze Schiffe, die durch die Luft segeln.
Ich habe mir schon immer gewünscht, mal einen zu sehen, aber ich bin nur eine einfache Bäuerin. Vielleicht solltet ihr den Minister Shing danach fragen. Er lebte früher einmal in der Kaiserstadt. Man sagt, der Himmel über der Kaiserstadt sei voll von Fliegern. Gleich hinter diesem Teehaus führt eine Straße nach rechts. Folgt ihr bis zum Marktplatz. Dort ist Minister Shing für gewöhnlich anzutreffen. Gebt gut auf euch an. Das Leben in Tiens Anleger war schon immer hart. Dieses Teehaus muss sehr beliebt sein. Es scheint mir eines der größten Gebäude im Ort zu sein. Braucht ihr etwas? Ich... Nein, diese ganze... Ach, stellt euch nicht so an! Genau, wir sind nette Kerle. Tut nicht so, als ob ihr besser wärt als wir. Willkommen, Fremder. Willkommen in unserer schönen Stadt Tiens Anleger. Ist heute nicht ein herrlicher Tag? Oh, ich weiß, viele Leute hier sind niedergeschlagen und blicken trostlos in die Zukunft. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, dass sie das alles zu ernst nehmen. So schlimm können die Dinge gar nicht sein, nicht wahr? Schließlich seid ihr hier. Wenn die Stadt dem Untergang geweiht wäre, würden dann noch Leute zu uns kommen? Ich glaube kaum. Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, eure Anwesenheit ist ein sicheres Zeichen dafür, dass es wieder bergauf geht. Bald werden all unsere Probleme gelöst sein. So wie ich es schon die ganze Zeit sage. Es wird wieder bergauf gehen, so wie immer. Es ist, wie mein Vater zu sagen pflegte. Je größer das Problem, desto großartiger die Lösung. Ich bin mir sicher, dass sich alles zum Guten wenden wird. Ich verkenne den Ernst der Lage? Lächerlich. Sicher, die Hälfte der Bewohner ist fortgezogen und die, die geblieben sind, haben die Hoffnung aufgegeben. Außerdem werden in der Stadt Nahrung und Silber knapp. Aber bedeutet das, dass ich den Ernst der Lage verkenne, nur weil ich optimistisch bin? Ganz sicher nicht. Immerhin ist in der Stadt noch kein Feuer ausgebrochen, oder? Seht ihr, mir ist etwas Positives eingefallen. Einfach so, ohne lang nachzudenken. Ich gebe zu, einige Leute glauben, dass unser kaiserlicher Minister Shing nun nicht in der Lage ist, unsere Probleme zu lösen. Aber irgendwie wird sich schon noch alles zum Guten wenden. So wie immer. Sicher, sicher. Ich bin für jedes Thema offen. Sich an einem so wundervollen Tag seine Zeit mit einem Gespräch zu vertreiben, ist einfach großartig. Der große Damm wurde geöffnet, daher führt der Fluss kaum noch Wasser. Die Schiffe können ihn nicht mehr befahren und auch das Fischen ist unmöglich. Aber ich glaube, die Leute sehen das alles viel zu schwarz. Im Grunde plagen uns doch nur einige geringfügige Probleme, die aber sicherlich bald gelöst sein werden. Dennoch gibt es Leute, die tatsächlich glauben, unsere Stadt sei dem Untergang geweiht. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie haben kein Vertrauen in den Kaiser und Minister Shing, den Verantwortlichen für Tiens Anleger. Aber ich bin mir sicher, dass der kluge Shing einen Plan hat, um uns alle zu retten. Sicher. Die Leute nennen mich Li Shun, den Redseligen, allerdings weiß ich nicht warum. Eigentlich bin ich Korbflechter, um genau zu sein, bin ich in aller Bescheidenheit der beste Korbflechter in Tiens Anleger. Da allerdings der Damm geöffnet wurde, können die Schiffe den Fluss nicht mehr befahren. Und so habe ich keine Materialien, aus denen ich Körbe flechten könnte, und keine Kunden, die sie kaufen würden. Aber bereitet mir das Sorgen? Natürlich nicht. Meine Kinder sind klein und brauchen nur eine Mahlzeit am Tag. Und meine Frau könnte zur Not auch noch eine dritte Arbeit annehmen. Aber ich weiß, dass sich schon bald alles zum Guten wenden wird. Genießt euren Aufenthalt in Tiens Anleger, denn hier sind die Dinge niemals so schlecht, wie sie vielleicht erscheinen mögen.
Willkommen in Chumins Tischlerei. Leider kann ich euch kein fertiges Stück anbieten. Ich habe nicht viel am Lager zurzeit. Ich bin Chumin, der Tischler. Ich bin nichts Besonderes. Nur ein einfacher Händler, der feine Holzgegenstände feilbietet. Ein Händler, der vielleicht bald aufgeben muss, wie ich befürchte. Ein paar Kunden schulden mir noch Geld, aber es sind harte Zeiten jetzt, wo der Damm offen ist. Ich kann nicht erwarten, dass sie mich bezahlen, wenn sie nicht einmal ihre Familien... Und wenn sie mich nicht bezahlen, kann ich kein Holz mehr einkaufen. Die Lage ist nicht einfach, aber ich versuche, das Beste draus zu machen. Nein, nein, das wird nicht nötig sein. Ich will meinen Kunden keinen Ärger machen. Ich bin sicher, sie werden irgendwann bezahlen. Zumindest hoffe ich das. Ein großzügiges Angebot, doch ich muss es ablehnen. Die Aussichten für meinen Laden sind nicht gut zurzeit. Ich kann nicht zulassen, dass ihr das Geld am Ende nicht zurückbekommt. Nein, das wird sich wohl von selbst regeln müssen. Vielleicht habt ihr recht. Ich bin ein guter Handwerker, aber von geschäftlichen Dingen verstehe ich nicht viel. Ich gebe den Leuten viel zu schnell Kredit und dann bringe ich es nicht fertig, die Schulden einzutreiben. Das liegt mir einfach nicht. Nein, nein, das wird nicht nötig sein. Eine Gilde sollten wir gründen. Hat doch schon fast jeder eine, warum nicht wir? Als Fischer hat man's nicht leicht. Lasst euch ja nichts anderes weismachen. Ok, wiwu ofir, san kasuir wowosir tana. Hier kommt ihr nicht rein. Zutritt nur für Mitglieder. Das geht nicht. Und jetzt trollt euch gefälligst. Einen schönen Tag noch. Wenn Kapitän Ing das Schiff nicht bald hier rausbringt, gibt es eine Meuterei. Und zwar eine richtig blutige. Hey, hey, da kommt ja unser Bäcker Bay. Geht weg. Ich habe euch doch gesagt, ich will nichts damit zu tun haben. Sagt Eiling, sie soll mich in Ruhe lassen. Wenn du Eiling etwas zu sagen hast, musst du schon selbst zu ihr gehen. Bis dahin haben wir unsere Befehle. Nichts Persönliches. Für mich ist das schon was Persönliches. Mir macht's Spaß, dich mit der Schnauze in den Dreck zu stecken. Moment mal. Da kommt wer. Ihr seid mir ein bisschen zu neugierig, mein Bester. Wir werden euch gleich zeigen, dass man Eilings Männer nicht bei der Arbeit stört. Diese Schläger greifen mich am helllichten Tag an. Das ist doch wohl kaum zu glauben, oder? Die... hätten mich glatt umbringen können, wenn ihr nicht dazwischen gegangen wärt. Vielen Dank. Ich hätte nie gedacht, dass ein Fremder mir helfen würde. Ihr habt mit Lan gesprochen? Wie peinlich. Meine Verlobte muss euch erzählt haben, ich könne nicht selbst auf mich aufpassen. Die Frau, die ich liebe, glaubt nicht an mich. Was für eine Schmach. Ich könnte in den Erdboden versinken. Natürlich, ihr habt ja recht. Ich kann es Lan bestimmt nicht übel nehmen, dass sie Angst um mich hat. In letzter Zeit habe ich mehrmals derbe Prügel bezogen.
Ich wollte nicht undankbar erscheinen. Ich mache mir nur Sorgen wegen Lam. Sie ist sehr empfindsam. Ich habe versucht, sie aus dieser Sache herauszuhalten, so gut es ging. Diese Schläger hat Ai Ling geschickt. Sie ist ihre Anführerin. Die Bande hat ihr Versteck im Bootshaus. Ai Ling und ich waren als Kinder befreundet, aber als wir erwachsen wurden, haben wir uns aus den Augen verloren. Sie hat sich mit ziemlich rauen Gesellen eingelassen, aber das habt ihr ja selbst gesehen. Seit ich mich verlobt habe, hat Ai Ling es auf mich abgesehen. Tag für Tag schickt sie ihre Schläger, damit sie mich verprügeln. Sie sagt, sie gibt keine Ruhe, bis ich mit ihr rede. Sie ist offensichtlich verrückt geworden. Ich habe ihr doch nichts getan. Wir haben seit Jahren kein Wort mehr gewechselt. Ich fürchte, wenn ich zu ihr ginge, käme ich da nicht lebend heraus. Wenn sie mich verprügeln lässt, geschieht das wenigstens in aller Öffentlichkeit. Vor Zeugen werden die mich wohl nicht töten. Naja, wenigstens nicht absichtlich. Ich habe euch nichts als die Wahrheit erzählt, das schwöre ich. Ich weiß, wie das aussehen muss. Ihr denkt sicher, ich hätte das alles verdient. Aber ich weiß wirklich nicht, warum Ai Ling hinter mir her ist. Nein, Lan ist sehr empfindsam. Ich möchte nicht, dass sie sich aufregt. Am Anfang habe ich ihr gar nichts gesagt, aber ich konnte meine blauen Flecken nicht ewig verbergen. Und so habe ich ihr von den Prügeln erzählt. Aber selbst da habe ich nichts von Ai Ling erwähnt. Schlimm genug, dass mir so etwas passiert. Ich hatte Angst, dass Ai Ling auch Lan etwas tun könnte, wenn sie davon wüsste. Vielen herzlichen Dank. Ai Ling und ihre Schläger sind im Bootshaus. Sagt ihr doch bitte, sie soll mich in Ruhe lassen. Wir wollen einfach nur in Frieden leben.